So, wir hatten ein technisches Problem und jetzt müsste alles funktionieren. Okay, es geht also darum, ich stelle mich jetzt noch mal kurz vor für diejenigen, die beim letzten Mal bei der Masterclass nicht dabei waren. Mein Name ist Andreas Placke, ich bin der Entwickler der Angriffsplanstrategie und wir machen jetzt im Folgenden eine kurze Zusammenfassung über wenige Minuten und dann gehen wir auch in die Praxis rein mit einem Beispiel. So, ich bin als Ausbilder bei der World of Trading. Dort können Sie auch mein Coaching buchen, um eben die Angriffsplanstrategie eben auch zu erlernen. Und da können wir über dieses Thema dann auch mal in Ruhe miteinander reden. Ich gebe also auch gerne Beratung über dieses Thema. Und das soll aber, wie gesagt, das heutige Thema nicht sein für uns. Wer sich für die Angriffsplanstrategie interessiert, dem empfehle ich diese drei Artikel, die ich geschrieben habe im letzten Jahr von Mai bis im Juli veröffentlicht im Traders Magazin. Sie können das Magazin auch als Online-Magazin eben sich noch bestellen und sich somit ein bisschen tiefer in die Hintergründe der Angriffsplanstrategie eben einer beiden reinlesen. Gut, ich bin derzeitig Teilnehmer bei der Futures und Forex Trading Weltmeisterschaft. Im Moment gerade auf Platz 4 im Bereich Forex. Und ja, das ist auch ein Thema, das heute am Rand auch gestreift wird, was unser Excel-Sheet eben betrifft. Aber in erster Linie geht es mir darum, dass Sie auch mal sehen, dass die Angriffsplanstrategie ein Risikomanagementsystem ist, das eben auch funktioniert. So. Für jeden nochmal ganz kurz die Zusammenfassung. Die Angriffsplanstrategie ist ein reines Risikomanagementsystem. Das bedeutet, Sie haben Ihre eigenen Handelsregeln, Ihr Regelwerk, wie Sie in Trades reingehen, wie Sie ein Trailing betreiben, Filter verwenden und vieles andere mehr. Das ist, ich sag mal, das, was Ihren persönlichen Handel ja, ausmacht. So, als zweites haben Sie ein Risikomanagement. Zum Beispiel, dass Sie sagen, ich habe 1% Trade-Risiko. Und genau dieser Punkt ist es, um den es heute Abend hier geht. Ich zeige Ihnen mit der Angriffsplanstrategie eine andere Art und Weise des Risikomanagements, die, ja, ich sag mal, um einiges performanter ist. Und diesen Unterschied können Sie jetzt hier sehr deutlich sehen. Auf dieser blauen Linie haben wir hier einen sehr ideellen Verlauf einer Simulation eines konventionellen Traders. Das heißt, dieses Handelskonto, das bewegt sich im Laufe des Jahres, das hier abgebildet ist, kontinuierlich hier bis auf einen Gewinn von 40.000 Euro in diesem Beispiel. Ja, und Sie sehen oben drüber diese hellgrüne Linie und mit starken Anstiegen immer wieder und mit einer deutlich stärkeren Performance. Und genau dieser Unterschied zwischen diesen beiden Linien. Das ist genau das, was die Stärken der APS sind, um Ihnen einfach mehr Performance mit an die Hand zu geben. Das ist das Thema des heutigen Abends. So, warum braucht also jeder Trader die APS? Zum einen die Performance-Steigerung, die wir gerade eben gesehen haben. Ja, das bedeutet für Sie mehr Geld auf Ihrem Handelskonto. Und ein anderer wichtiger Baustein, der wird oft unterschätzt, ist eben das Thema der Drawdown-Reduktion. Ja, jeder, der von Ihnen Drawdowns ja, kennt durch eigenen Handel, der weiß halt eben auch, dass es ein Problem darstellt, sich aus dem Drawdown eben wieder herauszuarbeiten. Und die APS unterstützt Sie dabei, möglichst geringe Drawdowns eben zu haben. So, ein Beispiel für Instrumente, die gehandelt werden können oder die sich besonders gut eignen in der Umsetzung mit der APS. Das sind also alle Forex-Märkte oder die Haupt-Forex-Märkte sozusagen. Dann CFDs, ganz klar, alle Instrumente, alle Märkte, die eine relativ gute Volatilität haben. Und dazu fallen also auch die Anlageklassen Futures und Aktien, ja, können also auch verwendet werden oder dafür halt eben der Einsatz der APS eben auf diese Anlageklassen halt eben eingestellt werden und damit auch die Performance optimiert werden. Natürlich geht es auch für Krypto. Und in diesen Bereichen bin ich, wie gesagt, wenn da Fragen sind, also gerne auch Ansprechpartner für die ersten fünf. Und Hebelprodukte und Optionen handle ich selber nicht. Da habe ich also keine eigenen Erfahrungen gesammelt. Und vom Prinzip her können Sie jede Anlageklasse eben auch verwenden. Wichtig ist nur, dass Sie irgendwo Geld reinwerfen und auf der anderen Seite kommt entweder dieses Geld wieder raus oder Sie haben es eingezahlt. Ja, und immer dann, wenn ein Ergebnis generiert wird, dann können Sie die APS einsetzen. Okay, kommen wir ganz kurz zu der Übersicht, aus welchen Bausteinen die APS besteht.
So, Sie haben gesehen, ein paar Folien zuvor, diese hellgrüne Kurve. Und Sie können sich bestimmt daran erinnern, wie stark die manchmal, ich sag mal, abgegangen ist. Ja, und das funktioniert durch die individuell angepasste Stufenkonzeption. Und die schauen wir uns nachher in der Praxis an. Da zeige ich Ihnen das eine oder andere Beispiel dazu. Und ja, diese Stufen, diese Konzeption, dieser Verbund dieser Stufen sorgt dafür, dass wir eine große Performance haben. So, und jeder, der sich schon mal mit Einsatzerhöhungen, mit Pyramidisierungen und ähnlichen Systemen mal beschäftigt hat, der weiß auch ganz genau, dieses Geld, was man da reinsteckt, das verliert man eben genauso schnell wieder, wie man es gewonnen hat. Also wie man es sich erarbeitet hat. Und damit eben das nicht passiert, gibt es eben die High Watermark oder das High Watermark Trailing. Und das sorgt eben dafür, dass von dem Geld, was Sie auf das eigene Handelskonto erwirtschaften, möglichst viel auch erhalten bleibt. Und diese beiden Komponenten, das sind so die Hauptkomponenten. Und damit das Zusammenspiel auch von Ihnen als Trader bestmöglichst gehandelt werden kann und dass Sie eine Übersicht haben, ja, gibt es das vierstufige Warnsystem. Und als dritten, das war der dritte Baustein, der vierte ist sozusagen obligatorisch, das Thema taktisches Agieren. Wir haben also die ersten drei Bausteine, die können wir mit Excel zum Beispiel umsetzen. Ja, habe ich auch gemacht, das zeige ich Ihnen. Und dann gibt es, wie gesagt, diese vierte Abteilung, diese vierte Kategorie kann man auch sagen, das taktische Agieren. Das ist sozusagen ein Regelwerk. Das sind Regeln, ja, die Ihnen helfen, ich sag mal, das Bestmöglichste aus dem Trading herauszuholen. Ja, und für mich ist das eine sehr aktive Form, um weniger vor dem Bildschirm zu sitzen und auf ja, ein gewisses Ereignis zu warten oder darauf, dass was passiert in den Märkten oder dass vielleicht mal ein Setup kommt. Ja, und das ist weniger meine Art und Weise zu handeln. Meine ist die, dass ich aktiv nach den Setups suche und mir Gedanken mache. Wo kann ich jetzt unter Umständen eine kleine Bewegung, ja, oder einen kleineren Trend zum Beispiel verwenden, um die nächste Stufe eben ja sicherstmöglichst dann eben zu meistern oder die aktuelle Stufe halt eben ja, ich sag mal, voll zu bekommen. Und das kann man sich jetzt in der Theorie noch gar nicht vorstellen. Ich zeige es Ihnen dann in Kürze und dann schauen wir uns das jetzt im Beispiel an. So, Termine, ja. Können Sie auch auf meine Webseite nachschauen und wir gehen jetzt mal in das Beispiel rein. Ich gehe jetzt mal aus der Folie heraus und starte für Sie das Excel-Programm. Einen Moment bitte. Muss den gerade was verschieben. So. Und zwar der Angriffsplan ist vom Prinzip her ein relativ einfache Tabelle, also vom Grundaufbau. Und Sie sehen also hier vor sich ein Tabellenblatt, eins von mehreren. Und dieses Tabellenblatt hat hier auffällig grüne Felder. Diese grünen Felder, das sind immer die Eingabefelder. Ja, das heißt also, hier werden die Trade-Ergebnisse eingegeben. Und ich habe hier einfach mal eine Sequenz vorbereitet, die für uns jetzt interessant ist, um uns verschiedene Situationen mal anzuschauen. Wir gehen jetzt aber, bevor wir starten, mal kurz eben durch die einzelnen ja, Bausteine dieser Excel-Tabelle, um ja, Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt. Wir haben darüber gesprochen, dass wir verschiedene Stufen haben, die aufeinander aufbauen. Ja, und in diesen Stufen ist es das Ziel, von Stufe zu Stufe einen größeren Einsatz eben ja zu wagen. Ja, für alle, die sich nicht mit dem Trading auskennen, ich versuche immer möglichst Begriffe zu verwenden, die sich jeder vorstellen kann, weil ich weiß, hier sind auch einige Einsteiger mit dabei. Ja, und auch für die soll es möglich sein, ja, die ganzen Beispiele hier und die Erklärung auch wirklich nachzuvollziehen. So, ich handle in dem heutigen Abend sozusagen in der Demonstration, verwende ich Kontrakte. Ja, und deswegen steht hier auch Kontraktanzahl und Kontrakte sind Future-Kontrakte, also Terminkontrakte. Und die kleinste Einheit ist 1 und deswegen beginnt hier auch die erste Stufe mit der Definition, auch mit einem Kontrakt, das eben gehandelt wird. Ja, und in der Folge halt eben sind es dann eine vielfache Anzahl eben von 1.
also immer nur gerade anzahlen. Es gibt hier keine Möglichkeiten, wie wir es jetzt von den CFDs zum Beispiel kennen, mit Minis, hier 0,1 Kontrakte zu handeln. Das Beispiel, was ich Ihnen gleich zeigen werde, das ist auch noch ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Dabei geht es um einen Future Trader, der ein Handelskonto hat von 15.000 Euro. Das ist also vom Prinzip her ein relativ kleines Futures-Konto. Und zwar handelt dieser Beispielstrader, ja, dessen Trades wir uns heute Abend anschauen, der handelt den DAX. Und zwar nicht den großen F-DAX mit 25 Euro pro Punkt, sondern eben mit 5 Euro pro Punkt den Mini-DAX-Future. Und er kommt deswegen auch mit diesem Konto in dieser Größe auch sehr gut zurecht. Hat ein Trade-Risiko von 1% und das erkläre ich Ihnen aber auch gleich. Das einfach mal so als einleitende Worte, damit sich jeder vorstellen kann, was diese Parameter hier bedeuten, beziehungsweise wie die miteinander zusammenhängen. Gut, ich habe jetzt also hier verschiedene Stufen, 7 Stück definiert und eben eine gewisse Anzahl von Kontrakten, die jetzt sehr stark zunehmen. Und das Setup, was Sie jetzt hier finden, wir gehen jetzt nicht auf alles ein, ja, ist ein sehr aggressives Setup, um möglichst stark zu performen. Ja, die APS ist für jeden anpassbar auf jede Risikoaversion. Wenn Sie sagen, hey, tolle Sache, aber das geht mir zu steil ab, die ganze Nummer, dann ist es kein Problem, eben diese Parameter auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen und auch dann mit der APS so arbeiten zu können, dass Sie eben ja das bestmöglichste, die bestmöglichste Unterstützung haben, Ihr Portfolio halt eben zu schützen beziehungsweise gutes Geld zu verdienen. Okay, hier definieren wir sozusagen die einzelnen Kontraktanzahlen, also die Positionsgröße. Wir haben hier die verschiedensten pro Stufe, habe ich hier verschiedene Stop-Loss-Angaben, beziehungsweise also wie viel möchte ich pro Trade maximal verlieren. Und Sie sehen jetzt hier eine abnehmende Anzahl. Ja, und das hat damit zu tun, dass ich von meiner Risikoaversion, ja, ich sag mal, so drauf bin, dass ich versuche, mit jeder Stufe etwas Risiko prozentual gesehen herauszunehmen. Das müssen Sie nicht, können Sie machen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel mit diesen 30 Punkten. Sie können auch, gerade wenn es jetzt volatiler ist, jetzt zum Beispiel auf Minuten- oder 5-Minuten-Chart im DAX-Handel, ja, auch mit 40 oder 50 Punkten arbeiten. Das ist jetzt rein exemplarisch für den Daytrader, den wir jetzt hier als Beispiel verwenden. Der hat eben, wie gesagt, diese 30 Punkte Trade-Risiko. So, und das ist genau dieser Punkt, der jetzt für Sie vom Verständnis her gesehen wichtig ist oder besonders wichtig, dass dem auch gegenüberstehen Stufengewinnziele. Ja, und Sie sehen hier habe ich diese vierfache Anzahl, also viermal das Trade-Risiko, das Maximale, ja, ist das Ziel, was ich in Punkten habe für die erste Stufe. Wenn Sie sagen, hey, 120 Punkte, das geht mir zu schnell, dann nehmen Sie sich einfach eine größere Zahl. Ja, ob das jetzt 200 Punkte sind, 250 oder 300, wie gesagt, alle Parameter können Sie persönlich für sich selber einstellen, wie Sie es für Ihr Trading brauchen. Gut, das waren jetzt mal so die wichtigsten vorab. Vielleicht kommen wir nachher nochmal auf weitere Parameter zu sprechen. Aber wie gesagt, hier geht es ja erstmal darum, dass Sie eine Möglichkeit haben, jetzt auch in der Kürze der Zeit mal nachzuvollziehen, wie diese Angriffsplanstrategie eben funktioniert und was sich da auch dann auf dem auf der Grafik hier, die sich hier entwickeln wird, ja, was sich hier darstellen wird, was sich zeigen wird. So, also legen wir mal los mit der Praxis. Wenn Fragen da sind, wie gesagt, einfach eingeben und ich gucke zu, wenn wir, wie gesagt, am Ende noch ein bisschen Zeit und Luft haben, dann beantworten wir die gleich. Bitte nur um Verständnis, dass ich jetzt während der Präsentation da wenig Kopf für habe, permanent nach Ihren Fragen zu gucken. Das machen wir, wie gesagt, am Schluss und dann klappt das gut. Okay, wir legen jetzt hier einfach mal los. Ich gebe jetzt hier verschiedene Werte einfach mal ein. Wir haben unseren ersten Trade gemacht, also bitte daran denken. Wir haben 30 Punkte Trade-Risiko. Das bedeutet bei 5 Euro pro Punkt, ja, im DAX als Mini-Future, der an der Eurex gehandelt wird, ein Trade-Risiko von 150 Euro. Und dazu kommen jetzt in diesem Beispiel nochmal zwei Euro an Kommission für den Roundturn. Das ist relativ günstig. Da könnten also auch andere Beträge stehen. Diese Kommission hier, da können Sie auch hier, wie gesagt, in den Parametereinstellungen
und auch die Punktwerte und so weiter, wie gesagt, einstellen, so wie es eben nach Ihrem Bedarf halt eben ja, bestmöglichst passt. Okay, jetzt gehen wir mal hier drauf auf die Zahlen, die automatisch hier berechnet werden. Sie sehen, wir haben den ersten Trade mit 105 Euro Verlust minus nochmal 2 Euro an Trade-Gebühren haben wir eben abgeschlossen. War also ein moderater Verlust-Trade. Und wir haben noch keine neue High-Water-Mark gesetzt. Ich erkläre Ihnen auch gleich, wenn es soweit ist, was eine High-Water-Mark ist, beziehungsweise wie sie funktioniert. Unser realer Stopp, der steht bei minus 452 Euro. Den haben wir also so eingestellt. Das ist das Dreifache vom maximalen Trade-Risiko. So, und das heißt also, wir haben hier einen speziellen Pufferbetrag und einen Pufferanteil und den erkläre ich Ihnen dann gleich, wenn die Grafik ein Stück weiter fortgeschritten ist, weil wir einfach ein paar Zahlen brauchen, damit das ganze Beispiel hier auch wirklich Sinn ergibt. Okay, Sie sehen, es ist vom Prinzip her ganz einfach. Einfach das Trade-Ergebnis in Euro oder auch in US-Dollar eintragen und dann füllen sich hier unten dann die, die Zeilen und die Zellen eben ganz automatisch. Also alles, was mit Berechnung zu tun hat, ist außen vor für Sie. Sie brauchen bloß vom Prinzip her die, die Werte zu beachten. So, wir schauen uns jetzt hier mal das Beispiel an. Hier sind wir. So, wir haben also hier gestartet. Hier oben diese orange Linie ist die Linie, die unsere Equity darstellt. Also die Veränderung auf unserem Handelskonto. Wir haben das Handelskonto mit 15.000 Euro. Und ja, haben wir unseren ersten Verlust-Trade gemacht, diese 107 Euro verloren und einen zweiten Gewinn-Trade. Und wir haben hiermit eine neue High-Water-Mark eben generiert. Also eine High-Water-Mark bedeutet vom Prinzip her, dass der wie sagt man dazu am besten, der Kontostand, dass der jetzt vom Prinzip her einen neuen Hochpunkt halt eben generiert hat. Genau an dieser Stelle. Ja. So, und hier unten drunter sehen wir in dunkelrot eine weitere Linie. Das ist unser Trailing Stop, ja, und der beginnt eben für das Instrument. Haben wir hier einen maximalen Verlust von 750 Euro, waren es glaube ich gewesen, hier festgelegt und als Verlustgrenze. Und der wird hier eben auch angezeigt. Das ist der Startpunkt. So, und mit dem Ansteigen eben der Kurve sozusagen zieht auch hier spätestens der Trading Stop entsprechend nach. Die wird schon vorher nachgezogen, nach verschiedenen Parametern. Und da gehen wir ein andermal drauf ein, wenn wir mal im Coaching zum Beispiel sind und ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Okay, also das ist vom Prinzip her die Kurve, die hier, die generieren Sie durch Ihr Trading. Und die hier wird automatisch sozusagen Sie begleiten. Und das ist immer so diese Kurve, auf die Sie besonders achten müssen. Und ja, die zeigt Ihnen halt vom Prinzip her, bis wohin Sie handeln dürfen. Ja, und also das ist hier Ihre Stopplinie. So, wir sehen uns das nachher noch ein bisschen genauer an und geben jetzt einfach mal für den Anfang nochmal so ein, zwei Werte ein, um ein bisschen Gefühl für diese Kurve eben zu bekommen. So, wir haben jetzt als nächstes einen kleinen Gewinntrade von 5 Punkten minus eben diese 2 Euro Gebühr. Und so, gehen wir mal den nächsten Trade ein. Das war auch nur ein kleiner Verlust. Minus 37 habe ich mir hier notiert. Und jetzt ein größerer Verlust nochmal von minus 152. Also das waren jetzt in dem Fall genau 30 Punkte Verlust plus, wie gesagt, Kommission. So, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf den Puffer bzw. den Pufferanteil ein, weil Sie sehen hier schon eine gelbe Markierung. Diese gelbe Markierung hat eine Bedeutung. So, und zwar, wir gucken uns das zuerst hier auf der Grafik an. Wir haben also hier unsere neue High-Water-Mark gesetzt. Ja, wir standen hier mit unserem Stopp. Wir haben einen kleinen Gewinntrade gehabt und haben eine neue High-Water-Mark gesetzt, also einen neuen Hochpunkt. Und auch hier hat unsere Trailing-Stop-Linie ein Stück eben nachgezogen. So, der nächste Trade war hier ein kleiner Verlust-Trade. Und das bedeutet für unseren Trailing-Stop, er wird nicht nachgezogen, er bleibt auf dem Level, auf dem Niveau, auf dem er halt im Moment steht. Und das ist bei ungefähr minus 300 Euro. So, dann haben wir einen größeren Verlust-Trade. Ja, und wie gesagt, der Trailing-Stop, der bleibt bestehen. Da sehen Sie es genau auf minus 297,20 Euro. So, wir gucken uns das mal hier im Plan an, im Angriffsplan.
So, das ist genau dieser reale Stopp. Ja, also da steht hier unser Trailing Stopp und das bedeutet, an dieser Stelle hört unser Trading auf. So, dieser Puffer, den Sie hier sehen, dieser Pufferanteil von 100%, 100%, 91,56, der hat jetzt eine wichtige Bedeutung. Und das müssen wir als ABS-Trader auch verinnerlichen, dass wir auch entsprechend damit arbeiten können. Und zwar folgendes. Jetzt bitte gut aufpassen, denn das ist wichtig für das weitere Verstehen, sehr wichtig. Wir bezeichnen den Bereich von der Highwater Mark bis zur Trailing Stop Linie als handelbare Zone. Ja, das hier ist die handelbare Zone. So, und wir sagen dazu, wir haben jetzt hier in dieser handelbaren Zone von diesem Hochpunkt bis zu dieser Linie hier unten haben wir 100%. Ja, also ich teile diese Spannweite von da bis da in 100% ein. So, und jetzt mache ich alle 25%, also ungefähr hier, hier und hier, so circa, mache ich, lege ich ein Raster ein, ja, und sage vom Prinzip her, die ersten 25% gibt es keine Meldung. Wenn der Drawdown größer ist als 25%, dann gibt es eine Information. Und das ist genau das, was jetzt hier passiert ist. Wir haben also hier einen stärkeren Rückgang, ja, bis zu dieser Linie. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie der Wert jetzt steht, bei 56%. Ja, und das heißt, zwischen einem Pufferanteil, also der schrumpft von 100% jetzt in dem Fall auf 56, ja, 91 war er zuvor. In dem kleinen Verlusttrade, größerer Verlusttrade, haben wir nur noch 56% Restpuffer übrig. Also das ist der Bereich hier, in dem wir handeln dürfen. Ja, und durch diesen Verlust hier und diesen Verlust hier bleiben uns nur noch dieses Stück übrig, ja, also 56% der ursprünglichen 100. Ja, so, gehen wir nochmal zurück. So, zur Verdeutlichung: Von 100 bis 75% gibt es keine Meldung, bleibt alles weiß. Zwischen 75 und 50% Puffer gibt es eine gelbe Information. Fällt der Wert hier unter 50% und ist aber noch größer als 25, gibt es eine orange Warnmeldung. Ja, und das bedeutet also, irgendwo steht unsere Linie circa hier. Ja, mindestens oder ein Stück tiefer. So, und das heißt aufpassen oder mehr, besser aufpassen. Und sinkt dieser Wert hier unter 25%, gibt es eine rote Warnmeldung. Und die bedeutet halt eben, Achtung, unser Angriffsplan ist kurz vor dem Ende. Ja, wir müssen aufpassen, wollen wir den noch retten? Ja, dann müssen wir eben, ja, ich sag mal, besonders vorsichtige Trades eingehen, die uns die Chance geben, nochmal aus der ganzen Nummer wieder rauszukommen. Und genau das ist das Thema, worum es bei uns geht. Ja, wir als APS-Trader, wir generieren hier unten, ich sag mal, so eine Art Fieberkurve, ja, so ein Stresslevel, ja, unseres Angriffsplans und treffen an aufgrund dieser Ergebnisse, ja, dieses Wertes, was hier an Rest überbleibt, ja, treffen wir eben unsere Trading-Entscheidungen. Natürlich noch mit gewissen Regeln auch hinten dran. So, und dieser Puffer in 56%, der hier steht, ja, den können Sie hier direkt auch im Euro, als Eurobetrag eben auch ablesen. Ist also auch für Sie ganz interessant zu wissen, wie viel Geld ist es denn noch, was ich maximal an Drawdown eben haben darf, bis ich genau auf dieser Trailing-Stop-Linie drauflaufe. So, wir geben mal wieder den nächsten Wert ein. Jetzt muss ich gucken, wo waren wir? Und haben jetzt einen kleinen Verlusttrade, ja, von 72 Euro und sind hier unter die 50% gefallen. Ja, und kriegen eine orange Warnmeldung. So, wir schauen uns das hier an. Ja, die Luft wird dünner und das ist eben genau das. Wir als APS-Trader sind darum bemüht, immer zu gucken, diese Trades halt eben zu finden, ja, damit wir halt die Kurve hier noch bekommen. Denn das ist eben der wichtige Punkt. Wir versuchen, uns von Stufe zu Stufe zu entwickeln. Das heißt, wir wollen die erste Stufe meistern. Das bedeutet, wir müssen hier wieder in den Gewinnbereich reinkommen, ja, und dann unseren Gewinn ausbauen. Wenn wir das schaffen, ja, dann lebt unser Angriffsplan und gibt uns die Möglichkeit, eben auch entsprechendes Geld zu verdienen. Das ist vom Prinzip her so die Grundaufgabe oder ja, das grundsätzliche Vorgehen bei der ganzen Nummer. Okay, dann haben wir als nächstes wieder einen größeren Verlusttrade. Das sind 137. Ja, und wir sehen, 7% ist die Spannweite, 28 Euro in dem Fall, was wir hier noch als Puffer haben. So, jeder, der von Ihnen tradet,
oder schon mal getradet hat, der weiß, naja, es gibt keine Möglichkeit, ja, oder kaum eine Möglichkeit hier unter Einhaltung dieser 28 Euro nochmal das Ruder rumzureißen. Das ist auch nicht unbedingt jetzt das große Problem. Wichtig ist, weil wir versuchen nicht unbedingt auf den Punkt auszustoppen, ja, sondern wir werden immer wieder mal diese Linie eben auch übertreten. Nur wichtig ist jetzt für uns, dass wir jetzt bemüht sind. Wir wissen, wir haben nur noch eine Chance oder voraussichtlich eine Chance, wenn wir nicht gerade Break-Even-Trade machen, sollte es ein Plus-Trade sein, um nochmal die Kurve zu bekommen, ja, damit der Angriffsplan eben weiterlaufen darf. Und deswegen schauen wir jetzt besonders stark, nachdem wir dieses rote Achtungsschild hier auch eben bekommen haben, ja. Wir schauen uns besonders stark danach, dass wir das nächste Setup nehmen, das für uns eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, wenigstens einen kleinen Gewinn zu generieren. Ein kleiner Gewinn ist immer noch viel besser als eben ein mittlerer Verlust oder auch ein kleiner Verlust, ja, weil eben der uns dabei hilft, diese Warnstufen hier auch ein Stück weiter abzubauen. Und das ist genau unsere Idee. Wir als APS-Trader sind immer darum bemüht, diese Warnstufen abzubauen, um hier in einem Zustand zu traden, ja, ich sag mal, wo es gelbe und maximal orange Warnmeldungen gibt. Das fühlt sich noch gut an. Ja, ab der roten Warnmeldung hier wird schon eng und da müssen wir also besonders aufpassen und uns wirklich Mühe geben, ja, damit wir halt eben nochmal, wie gesagt, das Ruder rumreißen können. Okay, das sind schon alles taktische Gedanken und wir machen den nächsten Trade. Das gibt 14, nee, genau, 14 Punkte, nämlich plus 70 Euro minus diese Trade-Kosten. Ja, das heißt, wir konnten diese Warnstufe noch nicht abbauen, aber Sie sehen es hier, wir haben etwas mehr Puffer. Ja, das fühlt sich schon mal wesentlich besser an. Okay, das ging gut. Und wir machen also den nächsten Trade. Halten wieder Ausschau, gucken, dass wir den möglichst ein bisschen laufen lassen. Sie sehen also die Beispiele, die sind wirklich aus dem Day-Trading-Bereich. Ja. Und Sie können aber die APS auch auf dem Tagesschart zum Beispiel anwenden und mit viel größeren Summen zum Beispiel auch hantieren, auch mit anderen Punkten. Alles gar kein Thema. Okay, das war ein schöner Gewinntrade. Der hat uns etwas mehr als das Einfache des Risikos, das wir eingehen, oder das maximalen Risikos eingebracht. Ja, ungefähr 1,1 R. Ja, und damit zwei Warnstufen abgebaut. Ja, Sie sehen es hier, das fühlt sich schon richtig gut an. Ja, und jetzt hat unser Angriffsplan auch wieder eine gute Chance, sich eben entsprechend zu entwickeln. Okay, dann haben wir einen schönen Gewinntrade von 328 Euro. Und Sie sehen es hier, der Puffer ist auf 100%. Das bedeutet, wir haben eine neue High-Water-Mark. Achtung, Sie sehen es hier, das war die alte High-Water-Mark, ja, und diese High-Water-Mark, die wurde übertroffen. Ja, und deswegen zieht der Trailing-Stop nach. Und deswegen ist dieser Pufferbereich von hier oben bis hier unten jetzt die 900%. Ja, also 100%, mehr geht halt eben nicht. So, 328 war der letzte Trade. Wir haben einen kleinen Verlust-Trade von 57. Der ändert nicht unbedingt viel. Und als nächstes haben wir nochmal einen Gewinntrade von 163. Und zum Schluss nochmal von 218 habe ich mir notiert. So, und wer jetzt eben aufgepasst hat, der hat gesehen, dass jetzt diese Farbe hier sich verändert hat von weiß auf dieses Blau. Ja, einfach eine Markierung, damit Sie sehen als APS-Trader, ja, hey, ich habe die erste Stufe erfüllt. Ja, das Ziel waren 600 Euro minus die Trade-Kosten. Okay, von einem Trade. Das lässt sich auch noch anders darstellen. Also man kann auch runde Zahlen hier verwenden. Und wir haben das Saldo von 614 Euro auf der ersten Stufe erreicht und freuen uns, dass wir somit die erste Stufe hier erfolgreich gemeistert haben. So, und wir sehen auch hier 120 Punkte mal 5 Euro, ja, sind 600. So, freuen uns, dass wir, wie gesagt, die erste Stufe hinter uns haben und können jetzt umschalten auf den Handel der zweiten Stufe. Ah, das ist ein Punkt, den kann ich Ihnen jetzt auch mal zwischendurch mal zeigen. Und zwar, all das, was Sie jetzt hier sehen, da steckt eine größere Tabelle hinten dran. Mit alles einblenden markiere ich jetzt mal alles zum Öffnen, dass Sie mal sehen, was hinter dem Tabellenblatt hier steckt. Ja, solange wir die erste Stufe gehandelt haben, haben wir ja, ich sag mal, diese oberen Zellen hier gebraucht. Ja, nachdem wir die erste Stufe abgeschlossen haben, interessieren uns jetzt diesen Wert hier unten nicht mehr. Ja, wir haben sie bestanden und gut damit.
Und deswegen klappen wir sie wieder ein, ja, weil wir brauchen diesen Platz nicht jetzt auf unserem Bildschirm und alle Stufen jetzt auf offen vor uns zu sehen. Das macht jetzt auch keinen, Sinn. Deswegen hier schön diese Möglichkeit eben von Stufe zu Stufe eben sich auf das Wichtigste zu konzentrieren. Ja, und immer schön mit der Zusammenfassung hier vorne. Ja, das waren so die Parameter und Ziele und Zahlen der ersten Stufe. Ja, und hier die Ergebnisse. Und jetzt haben wir die zweite Stufe vor uns. Habe jetzt hier ein maximales Trade-Risiko von 28 Punkten, habe ich mir eingestellt. Und es ergibt also ein Trade-Risiko ja, von 284 Euro. Genau, ja. Gut, und das Ziel sind jetzt rund 900 Euro auf der Stufe. Und genau, das ist jetzt eben das, was wir jetzt hier vor uns haben. Hier geht es für uns darum, 90 Punkte zu machen. Ja, die sind hier voreingetragen und wir handeln ja den DAX als Mini. Ja, das heißt, zwei Kontrakte à 5 Euro pro Punkt, sind also 10 Euro pro Punkt mal 90 Punkte. Und das ergeben halt eben hier im Angriffsplan diese 900 Euro. Okay, so. Genau, machen wir das Beispiel weiter. Wir geben jetzt mal die Werte ein, 276. Und jetzt schön beachten, die durchschnittlichen Gewinne und Verluste sind jetzt ein Stück größer, weil wir ja mit zwei Kontrakten jetzt handeln. Ja? Also mit dem doppelten Einsatz wie bisher. Okay, Sie sehen hier, Pufferanteil super, war ein Gewinntrade, ja, ganz klar, sieht toll aus auf unserer Kurve, passt alles, auch der Stopp wird nachgezogen. So, wir geben den nächsten Wert ein, minus 144, ja, und bekommen die erste Warnmeldung, nicht besonders groß, aber dennoch zu sehen und Sie sehen sehr schön hier, dass auch der Trailing-Stopp auf dem Niveau halt eben verbleibt. So, also Sie sehen also, dass es vom Prinzip her, was den Aufwand betrifft, ganz einfach neben dem Trading halt eben auch umzusetzen. Ja, da gibt es also vom Prinzip her keine Stressmomente, weil einfach immer nur das Ergebnis eingetragen wird und mehr Arbeit haben Sie an dieser Stelle eben nicht. So, 176 war das nächste. Und wir sind immer noch im sehr guten Bereich. Sind also, wir generieren laufend neue Hochpunkte. Sie sehen es, unser Konto entwickelt sich schön. Ja, wir haben jetzt schon einen Gewinn von ungefähr 1.300 Euro insgesamt. Und genau, wir haben also eine kleine Reihe von Gewinntrades, ja, mit einem Verlusttrade. Das ist also eine schöne Entwicklung. Und wer halt eben sich mit Trading auskennt, der weiß halt eben, dass solche kleinen Verluste, die gehören halt einfach dazu, weil die können wir als Trader nicht aussetzen. Okay, wir geben jetzt noch hier einen letzten Trade ein und dann haben wir auch die zweite Stufe erfüllt. Also der Angriffsplan, den ich Ihnen heute zeige, der geht über vier Stufen. Und das ist damit auch schon Angriffsplan, wie er nicht jedes Mal vorkommt. Denn wir haben auch Angriffspläne, die vom Prinzip her von Anfang an ins Minus gehen oder auch mal auf Null ungefähr ausgestoppt werden. Ja, und dieser, der führt auf jeden Fall in die vierte Stufe und dann werden wir in der vierten Stufe eben ausgestoppt. Und das ist vom Prinzip her auch noch kein besonders hoher Angriffsplan, ja, sondern einfach, ich sag mal, ein Zwischending. Ja, und Sie können, wenn Sie dann auch gesehen haben, wie diese Entwicklung halt eben passiert, sich auch vorstellen, wie das mit größeren Zahlen in größeren Stufen halt eben aussieht. Okay, wir haben also die zweite Stufe gemeistert. Ja, das sieht toll aus auf unserem Konto. Ja, viel besser kann es also nicht sein. Wir haben einen kleinen Slowdown hier gehabt am Anfang. Und egal, ob es jetzt bisher 5 Tage waren, an denen Sie gehandelt haben, ob das ein Tag war, ob das 3 Wochen sind, ja, spielt also keine Rolle. Ein Angriffsplan ist immer zeitlich unabhängig. Das ist so immer so das Grundprinzip bei der ganzen Nummer. Okay, wir freuen uns. Wir haben jetzt die Erfüllung gemacht, haben diese zweite Stufe schön bestanden mit nur 5 Trades. Ein sehr schönes Ergebnis. Und so sieht es dann ungefähr auch aus in der dritten Stufe. Okay, wir schalten um auf die dritte Stufe. Und gucken uns mal an, was hier passiert. Minus 291. So, wir sind jetzt hier mit 3 Kontrakten unterwegs, ja, haben 27 Punkte, maximales Trade-Risiko und haben ein Ziel von
ich sag mal, von rund 1.300 Euro, bisschen weniger. Und das ist doch schon ganz ordentlich und das summiert sich halt eben zu den vorherigen Zielen halt eben. So, minus 291. Jetzt kommt eine Gewinnrate von 564. Sie sehen, die Gewinne sind größer. Ja, und die Verluste sind größer. Wir schauen uns das mal hier an. Ihnen fällt auf, dass hier was ganz Seltsames passiert ist. Ja, und zwar der Trailing Stop, der ist hier komplett in die falsche Richtung gegangen. So, muss das sein oder muss das nicht sein? Doch, das ist auch richtig so. Und zwar, das hat seinen Grund. Wenn wir hier eine neue Stufe meistern, ja, wir haben jetzt hier die zweite Stufe, die haben wir hier erfolgreich abgeschlossen. Wir haben hier jetzt in Zukunft mit drei Kontrakten. Dann bedeutet das für uns, dass wir am Anfang einer neuen Stufe, bis ein neuer Hochpunkt, also eine neue Highwatermark eben generiert wird, jetzt die Schere ein Stück aufmachen müssen. Ja, wir müssen eben zusehen, dass der Puffer, den wir jetzt hier bereitstellen, dass der nicht zu eng ist, damit wir nicht aus Versehen frühzeitig durch eben einen Verlusttrade hier am Anfang aus dem Angriffsplan rausfliegen. Deswegen ist das Öffnen, so sage ich jetzt mal, oder bezeichne ich mal jetzt diesen Trailing Stop, dieses Verhalten, das Öffnen nach unten, ja, ist ein ganz normales Phänomen beim Übergang von einer Stufe in die nächste. Ja, wobei Sie sehen hier das maximale Trade-Risiko, ja, das bedeutet immer noch, dass ein schöner Gewinn übrig bleibt, wenn der Angriffsplan zu Ende wäre. Okay, der nächste Trade war ein größerer Gewinn, ja, als der vorherige Verlust halt eben. Und damit hat halt eben der Trailing Stop sehr stark nachgezogen und hat halt eben dieses Öffnen hier wieder komplett überwunden und gleichzeitig noch ein Stück dran gehängt, nochmal etwas 200 Euro circa weiteren Gewinn halt eben gesichert. Das hier ist ein Phänomen, das gehört dazu und das hilft uns einfach auch eben unsere Ziele zu erreichen, ohne in Panik zu geraten. Okay, wir machen jetzt mal weiter mit den restlichen paar Zahlen aus dieser Stufe. 354, ja, haben damit einen neuen Hochpunkt generiert, dann 234, minus 231. Schauen uns das mal hier an. Wir sind hier unter 50% als Pufferanteil, ja, und haben eine orange Warnmeldung bekommen. Je nachdem, wie groß der Verlust hier ist für in einem Trade, ja, kann es auch mehrere Warnstufen auf einmal geben. Das ist immer abhängig eben davon, ja, von den Prozenten, die wir hier sozusagen unterschreiten. Ja, hier ist die Gewinnsicherung bei etwas über 2.000 Euro, ja, und diese Pufferzone ist deutlich geschrumpft. Okay, aber wir haben trotzdem noch weitere Chancen. Wir sind vorsichtig beim nächsten Trade. Wir warten eine besondere Chance ab. Ja, und das ist eben so eine Situation. Und das ist mir wichtig, dass Sie das auch verinnerlichen als APS-Trader. Wir müssen immer zusehen, dass wir das Überleben des Angriffsplans an erste Stelle setzen und nicht das Nutzen von besonderen Chancen. Ja, also das Risiko zu minimieren und den Angriffsplan zu beschützen, das ist unser wichtiges oder wichtigstes Ziel, was wir halt eben haben. Okay, wir sind fast am Ende. Wir haben jetzt 88% Erfüllung und wir brauchen in dem Fall noch einen Plus-Trade und der hat auch wunderbar geklappt. Also Sie sehen, wir haben hier insgesamt einen richtig schönen Lauf. Ja, also so einen Lauf von Treffern, ja, mit zwischenzeitlich kleinen Verlusten wie jetzt hier, beziehungsweise hier, ja. Das kommt nicht immer vor. Ja, das ist einfach mal, ich sage jetzt mal, eine schöne Strecke, ja, für die wir eben auch dankbar sind. Und diese größeren Gewinne sind halt eben durch diese größeren Einsätze halt eben auch möglich. So, wir haben die dritte Stufe abgeschlossen. Sieht wunderbar aus, super steiler Anstieg. Und das ist jetzt wirklich auch keine Kurve, die jetzt Fantasie wäre. Ja, ich habe selber schon solche Kurven selber getradet, also erstellt. Das passiert immer wieder mal. Natürlich nicht jeden Angriffsplan, ganz klar. Ja, sie werden einige Angriffspläne auch beerdigen. Ja, das heißt also wirklich im Minus abschließen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich Ihnen jetzt auch an dieser Stelle auch mitgeben. Wenn Sie APS-Trader sind, wenn Sie sich entscheiden dafür, so zu handeln, dann sammeln Sie keine einzelnen Tagesergebnisse mehr oder einzelnen Trades, ja, die für Sie wichtig sind, sondern Sie sammeln abgeschlossene Angriffspläne.
Ja, und genau das ist der Punkt, was uns von anderen Tradern eben unterscheidet, die halt dafür auch weniger Gewinn halt eben mitnehmen. Okay, so, wir haben also die dritte Stufe super gemeistert. Alles wunderbar gelaufen in sehr kurzer Zeit mit relativ wenigen Trades. Und wir gehen jetzt in die vierte Stufe. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was weiter passiert. Der erste ist jetzt hier ein Gewinntrade. Wie viel haben wir denn? 440. Wir haben immer noch die 100%. Ganz klar, war ein Gewinntrade. Jetzt haben wir nochmal einen schönen Gewinntrade. Der gibt in dem Fall mit 5 Kontrakten. Ja, Sie sehen es also, wir haben jetzt hier einen Sprung gemacht, nochmal um 60%, also 2 Kontrakte draufgelegt, von der Stufe 3 auf die Stufe 4, ja, und handelt jetzt mit 5 Kontrakten. Deswegen auch größere Gewinne und wie gesagt größere Verluste, aber halt eben dadurch, dass ich hier die Punkte, das maximale Trade-Risiko eben auch leicht reduziere. Alles noch sehr moderat. Okay, so. Wir haben einen Verlusttrade, minus 160. Wir haben eine gelbe Warnmeldung. Okay, das beunruhigt uns noch nicht wirklich besonders. Ist ein ganz normaler Zustand. So, größerer Verlusttrade. 310, wir haben noch 23%. Ja, und das heißt, wir sind knapp unter die 25% gefallen und haben hier nur noch eine kleine Chance sozusagen, ja, mit dem nächsten Trade halt eben diesen Puffer hier auch wieder aufzufüllen in die richtige Richtung. Ja, und wenn wir jetzt einen Verlusttrade haben, dann sieht es wahrscheinlich so aus, dass wir hier aus dem Angriffsplan draußen sind. Wir gucken mal, wir geben unser Bestes und das Trade-Ergebnis ist ein Verlust. So, minus 185 Euro, ein relativ kleiner Verlusttrade dafür, dass wir mit 5 Kontrakten gehandelt haben. Aber es ist passiert. Sie sehen es hier. Dunkelrote Warnmeldung, das heißt Stopp. Wir sind hier im negativen Bereich. Das heißt, wir haben hier, Sie können es an dieser Stelle hier sehen, wir haben diese Trailing-Stopp-Linie gerissen. So, und das ist das natürliche Ende unseres Angriffsplans. Jetzt ist er zu Ende. Und genau das ist das, was ein APS-Trader eben macht. Angriffspläne handeln. Und wir schauen uns jetzt einfach mal das Ergebnis an. Dass wir hier 31,4% Erfüllung haben, das ist für uns jetzt weniger interessant. Wichtig ist nur, dass unser Saldo insgesamt aufgelaufen ist auf 3.682 Euro. Und das ist genau das Geld, was wir mitgenommen haben. Das heißt, das hier war unser Höchststand. Und von dem Höchststand haben wir das hier abgegeben. Also ich sage mal relativ wenig Geld. Das sind ungefähr, ich überschlage es jetzt mal, vielleicht 700 Euro, Pi mal Daumen, ja. Und also vom Prinzip her sehr moderat, was wir hier sozusagen wieder abgegeben haben. Dieses Stück hier von hier oben nach da unten bis hier haben wir abgegeben, aber all das hier gehört uns. Ja, also das Geld von diesem positiven, sehr gut gelaufenen Angriffsplan, ja, das gehört uns. Wir haben den Puffer nur um 45 Euro überschritten mit 7%. Alles super, alles passt. So, und genau das ist das, wie wir als APS-Trader halt eben arbeiten. Ja, genau. Wenn Sie wollen, einfach ja, Ihre Frage einfach mal in den Chat reinschreiben. Und bis es soweit ist, bis ich mir die Fragen nachher anschaue oder gleich anschauen werde, stelle ich Ihnen jetzt noch eine andere Sache vor, die mit dem Angriffsplan hier, den wir hier jetzt beendet haben, ja, der vollendet ist, eben ja auch einhergeht. Also was wir jetzt gemacht haben, wir haben den DAX gehandelt als Instrumentenangriffsplan. Ja, ich habe es hier auch stehen als Instrument oder Instrumentenangriffsplan. Das ist unser Instrumentenangriffsplan mit dem Ergebnis. So, und wenn wir als Daytrader unterwegs sind, haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, hey, warum das Ganze nur auf dem Instrument betrachten? Irgendwo fehlt mir doch auch eine Kontrollinstanz, ja, auf den Handelstag beziehungsweise die Handelswoche. Und wer das machen möchte, auch noch eine zweite oder dritte Instanz halt eben mit reinzunehmen, der hat die Möglichkeit eben diese Ergebnisliste zu füllen. Schauen wir uns das einfach mal an. Und zwar, wir gucken hier Montag 291. Jetzt müssen wir mal kurz zurückgehen, ob wir diese Stelle hier finden. So, genau hier. Das heißt, wir haben jetzt diese ersten Trades hier zum Beispiel in den beiden letzten Wochen gemacht.
Ja, und in der aktuellen Woche haben wir als Day Trader jetzt hier diese Trades hier gemacht. Ja, also am Montag mit dem hier gestartet. Ja, und das heißt, wir haben den Angriffsplan in die dritte Woche gerettet. Ja, und sind jetzt in der dritten Woche am heutigen Mittwoch. Wir gehen davon aus, heute wäre Mittwoch. Ja, bei einer Stückgröße von 5 Kontrakten pro Trade, also in der vierten Stufe, ja, sind wir eben ausgestoppt worden. Und das war das Ende unseres Angriffsplans. Und wir können dieses Entstehen, ja, dieses Ergebnis der Woche, was jetzt hier, ich sag mal, dargestellt wird, das können wir also auch genauso uns hier an dieser Stelle auch grafisch anzeigen lassen. Ja, und sehen damit vom Prinzip her, ups, wie sieht es denn eigentlich mit der Woche aus? Ja, wir beachten auf der einen Seite hier den Angriffsplan, ja. Und wir können uns auch die einzelnen Handelstage beziehungsweise die Handelswoche als separate Angriffspläne, als separate Levels eben anzeigen lassen, ja, und auch davon eben entsprechend leiten lassen. Ja, und je nachdem, wie man sich eben die Parameter hier einstellt, ja, wird man eben schneller aus der Handelswoche oder aus dem Handelstag rausgeworfen oder eben später. Also das ist die Möglichkeit für Sie, dass Sie sagen, okay, Instrumentenangriffsplan, super. Brauche ich unbedingt, das ist ja die Grundlage, aber ich möchte noch mir die einzelnen Tage beziehungsweise die Handelswoche selber halt eben auch immer in Übersicht haben, ja, um entsprechend darauf zu wissen, wann muss ich aussteigen, zum Beispiel auch während eines Handelstages. Ja, und je nachdem, wie man die Parameter hier einstellt, ja, am Mittwoch hatten wir hier bei der Einstellung halt eben, ich sag mal, ein paar Gewinne gehabt. Ja, wir hatten schönen Gewinn gehabt bis hier oben. Ja, ungefähr 1300 Euro, ja, aber dann halt eben entsprechende Verluste und wurden hier ausgestoppt. Und je nachdem, wie wir unsere Parameter hier einstellen, ja, verändern sich auch hier die Abstände unseres Trailing Stops, ja. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass wir sagen, okay, wir stellen den Tag sehr hart ein, dass wir früh aus dem Tag rausgenommen werden, ja, dass wir aber immer noch die Möglichkeit haben, am nächsten Tag weiter zu handeln, weil die Handelswoche ist hier noch frei, ja. Und wir könnten den Instrumentenangriffsplan auch so einstellen, dass wir hier eben entsprechend mehr Luft haben, ja, um den halt eben in der nächsten Woche weiter zu handeln. Und das funktioniert, wie gesagt, über die Parameter. Und ich zeige es Ihnen gerade mal hier zum Beispiel an der Handelswoche. Sie sehen es also hier. Ja, die Schere, wie groß die ist an dieser Stelle. Ja, gehe ich mal auf die Parameter. Und jetzt muss ich kurz gucken. Ja, und stelle jetzt diesen Dynamikfaktor, den Beschleunigungsfaktor ein Stück höher. Ja, und dann sehen Sie auch, der zieht nach. Ja, und damit lässt sich halt eben, wie gesagt, diese Schere auch einstellen, so wie Sie es halt entsprechend für Ihr eigenes Trading auch eben brauchen. So, und damit haben Sie jetzt insgesamt gesehen, wenn wir jetzt alle Faktoren zusammennehmen, ja, den eigentlichen Angriffsplan und die Steuerung über das Trading, wann ein Tag spätestens aufhören muss, ja, eben dann, beziehungsweise wann die Handelswoche vorbei ist. Ja, zum Beispiel nach zwei Verlusttagen. Wie auch immer, das lässt sich alles einstellen. Ja, und das kann alles dazu dienen, dass Sie halt eben, wie gesagt, den Angriffsplan schön über die Wochen hinweg weiterentwickeln können und darauf aufbauen können, was Sie sozusagen in den Wochen zuvor halt eben an Arbeit reingesteckt haben. Das ist jetzt mal so in der Kurzzusammenfassung genau das, wie die APS, ja, ich sag mal, funktioniert und wie man die APS auch in der Praxis nutzt. Genau. Gut, wir sind jetzt, wir haben zwar ein bisschen später angefangen, ich schaue mal nach hier mit den Fragen. So. Ich habe hier gerade ein bisschen Platzproblem. Moment. So. So, Phänomen des plötzlich wieder höheren Trailingstopps nach höherer Stufe. Auf welcher Basis passiert das höhere Risiko des Öffnen der Schere? Das ist ja, das ist nicht willkürlich. Also gehen wir nochmal zurück. Wir haben also hier von der Umsetzung her, können wir es auch hier sehen? Nee, gucken wir es uns hier an.
Wir haben also hier, wir haben vom Prinzip her in dem Stop-Management, also ich habe jetzt hier in der Berechnung des Trailing-Stops, das kommt dann in der, das kommt im Seminar ganz gut rüber, weil da haben wir genug Zeit, das auch zu erklären. Da sind drei verschiedene Stops eingebaut, ja, drei verschiedene. Da geht es einmal darum, um das normale Trade-Risiko, ja, das einfache Trade-Risiko, dann das Trade-Risiko multipliziert mit dem Dynamikfaktor und noch ein anderes, was, was sich aus dem Tagesrisiko sozusagen berechnet, also das maximale Tagesrisiko. So, und diese drei, die wirken in Kombination, die werden also intern berechnet und je nach Stelle, je nach Situation, an welcher Stelle ich einen Rückgang habe, ob jetzt hier am Beginn der neuen Stufe, ja, wirkt hier sofort ein Verlusttrade oder später, ja, wirkt dann der eine oder der andere Stopp. Ja, und das heißt hier als, als APS-Trader, Sie brauchen sich nicht darum zu kümmern, wie intern diese Stoppverrechnung funktioniert. Wichtig ist halt vom Verständnis her gesehen, dass Sie alle Parameter einstellen können, ja, und damit auch die Spannweiten halt eben einstellen können. Ja, gucken wir uns das mal hier an. Wir nehmen jetzt mal den Instrumentenangriffsplan, ja, stellen jetzt mal hier einfach den Wert ein Stück kleiner, ja, und Sie sehen jetzt hier wird mehr Luft gelassen. Das ändert aber niemals etwas daran, wie diese Prinzipien hier umgesetzt werden. Ja, wir haben also hier den Sprung von der zweiten auf die dritte Stufe und damit immer einen Rückgang. Und das Prinzip ist halt immer so, wenn dieses Öffnen sozusagen zu Ende ist, weil eine neue Higher Watermark jetzt hier mit dem Trade von hier bis hier halt eben generiert wird, ja, dann ist es immer so, dass halt eben dieser Trailing Stop ganz normal nachzieht und ein anderer interner Stop jetzt hier ja, einspringt, ja, und für eine größere Beschleunigung halt eben auch wieder ja, verantwortlich ist. Genau, also das ist wie gesagt etwas, womit Sie sich als Trader halt nicht beschäftigen müssen. Wichtig ist halt, dass Sie sich mit dem Thema hier der einzelnen Parametervorgaben halt eben beschäftigen. Und wenn wir dann zusammen ins Coaching kommen, dann nehmen wir auch diese Tabelle hier und wir füllen die auch gemeinsam aus. Und mir ist es vor allen Dingen auch wichtig, zu erfahren, was für Trading-Ziele Sie haben, beziehungsweise mit welchen Instrumenten Sie handeln, mit wie vielen Märkten Sie agieren, ja, um einfach auch das bestmöglichste Setup sozusagen zu finden. Und ich empfehle es Ihnen immer vom Prinzip her, mit einem Instrument, mit einem Markt zu beginnen. Das kann der DAX sein, das kann irgendeine Aktie sein, ja, das kann eine Kryptowährung sein, das kann eine Devise sein, wie der Euro, US-Dollar zum Beispiel oder der britische Pfund. Ja, mit irgendeinem Instrument zu beginnen, um einfach mal einen Einstieg zu haben in das Trading mit der Angriffsplanstrategie, um ein bisschen Übung zu bekommen. Ja, und das können Sie neben, also im Realgeldkonto machen, aber Sie können es auch einfach parallel machen, dass Sie sagen, neben Ihrem üblichen Risikomanagement, ja, füllen Sie einfach mal diese APS-Liste aus, ja, und gucken mal während Ihres normalen Tradings, ja, was APS dazu sagt. Und eben deswegen, also das wäre eine Möglichkeit, wie Sie die Implementierung halt eben sehr gut umsetzen können. Ja, ich gucke gerade mal, ob hier noch eine andere Frage war, aber ich glaube, Moment. Genau, ob es hier eine, ob eine API vorgesehen ist. Nein, es sieht also so aus, dieses Excel-Tool ist nicht dafür gedacht, dass es an den MetaTrader, den LinearTrader oder irgendeine andere Plattform anbinden. Das ist auch gar nicht notwendig, weil es geht nicht darum, dass eine Echtzeitüberwachung stattfindet, ja, sondern weil hier in den Angriffsplan, ja, da stehen keine Kurse drin. Ja, es werden niemals Kurse miteinander verglichen, sondern immer dann, wenn Sie einen Trade beenden, ja, also auf den Stop-Button, sagen wir mal so, drücken, ja, es wird irgendein Ergebnis generiert, beziehungsweise der Trade läuft in den Stop rein, ja, oder ins Ziel, ja, dann entsteht ein Betrag. Und immer nur dieser Betrag, der wird hier eingetragen und das passiert von Hand. Und das ist bisher nicht vorgesehen, das wäre auch sehr wahrscheinlich noch zu kompliziert, das hier automatisieren zu wollen. Also die müssten halt, wie gesagt, diese Eingabe selber machen. Und deswegen, ich sage mal so, es gibt so gut wie keinen Trader, den ich ausschließen würde beim Handeln mit der APS, wenn sie wie eine Bekannte von mir, ich sag mal, Scalperin sind oder Scalper, ja, dem es darum geht, eben
wenige Punkte pro Trade halt eben aus dem Markt zu holen. Ja, und sie machen 50, 80, 100 oder sogar 200 Trades am Tag. Ja, wie gesagt, eine Bekannte von mir macht das so. Dann könnte das auch ein bisschen zu viel sein, jetzt diese Ex-Liste auch zu verwenden. Das, wie gesagt, das wäre halt vom Aufwand her gesehen wahrscheinlich, ich sag mal, vielleicht doch ein bisschen groß. Das muss auch jeder für sich selber ausprobieren. Aber ansonsten sehe ich da keine Grenzen, egal welchen Handelsstil Sie haben, ob Sie Counter-Trader sind, Trend-Trader, ob Sie jetzt, wie gesagt, auf kleinen Zeiteinheiten oder auf großen Zeiteinheiten unterwegs sind, ob Sie mehr schon in den Anlagebereich gehen, ob Sie Swing-Trader sind auf dem Tageschart, ja, komplett egal. Wichtig ist halt einfach, dass Sie sagen, okay, das gefällt mir, ich möchte es umsetzen und möchte halt eben von den Möglichkeiten profitieren, weniger Risiko und mehr Geld. Und dafür halt, wie gesagt, Angriffspläne zu sammeln. So, ich glaube, das war auch dann ja eine komplette Beantwortung der Frage. Jetzt gucke ich mal, ob noch was offen ist. So, was passiert, wenn mehrere Trades parallel laufen? Das ist vom Prinzip auch egal. Wichtig ist, dass sie nicht durcheinander kommen. Ja, okay, wir sagen mal, sie nehmen diese Trades alle im DAX wahr. Ja, sie handeln verschiedene Positionen im DAX. Ja, jetzt in diesem Beispiel. Dann funktioniert das genauso. Sie sollten allerdings aufpassen, wenn es um diesen Pufferbetrag geht, dass sie diese Grenze nicht sinnlos ausreizen. Das heißt also, wenn sie zum Beispiel drei DAX-Positionen offen haben oder vier, ja, und ich sag mal, im Schnitt sind diese DAX-Positionen, sagen wir mal, 200 Euro. Ja. Dann sind es 600, 700, 800 Euro, ja, unter Umständen, die sie hier als Verluste eintragen müssten in Folge, wenn alles gegen sie läuft. Ja, und wenn halt eben, ich sag mal, dieser Pufferbereich, ja, wenn der jetzt halt zum Beispiel auf 300 Euro steht, ja, dann müssen sie halt eben wissen, da steht die, oder wir nehmen das Beispiel mit 435. Ja, Sie haben jetzt maximal noch ein offenes Trade-Risiko von 800 Euro. Ja, da wissen Sie halt eben, Sie werden diese 435 Euro deutlich überschreiten. Ja, das wären also 365 Euro minus. Ja, wenn Sie sozusagen hier kräftig ins Minus gehen. Und das heißt, Sie können mit beliebig vielen offenen Positionen arbeiten, kein Problem. Allerdings bitte ich Sie dann eben auch aufzupassen, dass Sie vom Gesamtrisiko sich irgendwo in dem Rahmen bewegen, dass dieser Pufferanteil für Sie eben auch passt. Und wenn er nicht passt, ja, dann müssen Sie den Puffer halt eben erweitern, ja, dadurch, dass Sie halt eben den Parameter eben entsprechend anpassen, ja, zum Beispiel beim Instrumentenangriffsplan die Schere halt, wie gesagt, ein Stück weitermachen durch einen kleineren Dynamikfaktor. Das ist, wie gesagt, eine Möglichkeit. Sie sehen es und sofort wirkt sich das hier auf den Puffer halt eben aus. Okay, ich hoffe, Ihre Frage war auch damit beantwortet. Gucke ich gerade noch einen Moment. Dritte Generation. Okay, Risikomanagement der dritten Generation. Okay, ich habe das ganze Risikomanagement der dritten Generation genannt, aus dem Grund. Ich selber bezeichne alles, was, ich sag mal, relativ einfache Mechanik oder eine einfache Berechnung innehat, wie zum Beispiel 1% Trade-Risiko einzugehen oder einen fixen Betrag wie 200 Euro pro Trade einzugehen oder eine gewisse Punktzahl einzugehen, zum Beispiel immer 30 oder immer 50 Punkte einzugehen als erste Generation. Das ist von mir aus eine ganz persönliche, wirklich subjektive Einschätzung. Ja, also in der Fachliteratur gibt es das nicht. Ich sage zu allem, was ein bisschen höherwertiger ist, im Sinne von Performance-Steigerung, ob das jetzt optimal F ist oder welche Strategie auch immer hinten dran sich verbirgt, um mehr Gewinn herauszuholen, als Risikomanagementsystem der zweiten Generation. Und als dritte Generation bezeichne ich ein Risikomanagement, das eben das Risiko der ersten Generation innehat, aber die Performance der zweiten Generation. Ja, okay, also das heißt, mehr Geld rausholen, aber nicht mehr Risiko haben als in der Ursprungsversion. Und das gelingt keinem anderen bisher. Und damit ist die APS das erste Risikomanagementsystem, das diesen Kriterien eben entspricht. Und obwohl es auch noch eine taktische Komponente innehat, sage ich halt eben, das ist vom Prinzip her das erste Risikomanagementsystem der dritten Generation,
mit taktischer Komponente. Okay, ich gucke gerade noch, ob da noch andere Fragen sind. Okay. Moment. Da geht es nochmal um die Trading VM. Es geht darum, ob ich jetzt mit einem eigenen Broker sozusagen handle bei der VM, den ich selber ausgewählt habe, oder ob der mir vorgegeben war. Es gibt vom Prinzip, je nachdem, ob es Forex oder Future ist, es gibt ein oder zwei, die Sie als zur Auswahl haben. Also vom Prinzip her ist da keine große Auswahl da. Sie können sich dann für den einen oder den anderen entscheiden, je nachdem, ja, von wo aus Sie die WM anmelden. Ich glaube hier, was CFDs, beziehungsweise nicht CFDs, Forex betrifft, war es, glaube ich, keine Auswahl gewesen. Für Futures gab es, glaube ich, zwei zur Auswahl. Sie können sich das ja gerne mal anschauen auf der entsprechenden Webseite. Und genau, also wer sich für das Thema interessiert, auf meiner Webseite gibt es immer relativ aktualisiert eine Beschreibung beziehungsweise ein paar Informationen dazu und auch einen Link halt eben zur offiziellen, zu den offiziellen Ergebnissen. Genau, okay. Wir haben jetzt, glaube ich, alle wichtigen Fragen durch, wenn ich jetzt keine übersehen habe. Und ja, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne. Ich gucke, dass ich Ihre Mails zeitnah beantworte. Wir können auch gerne einen Gesprächstermin ausmachen und mal telefonieren die nächsten Tage. Auch alles kein Thema, das lässt sich sehr gut einrichten und da beantworte ich gerne Ihre Fragen. Also ich bedanke mich auf jeden Fall für, ja, für Ihr Zuhören und für das Mitmachen und wenn Sie Anregungen haben, gerne als immer her damit. Fragen zu Terminen, die können Sie sich oder die können Sie direkt immer auf meiner Webseite sich ablesen. Ich habe oben einen Registerreiter eingefügt mit den aktuellen Terminen und immer wenn es Änderungen gibt, ändere ich dort halt eben die Daten als erstes. Und das ist vom Prinzip her immer so die Anlaufstelle für das, was als nächstes so passiert. Weil die Frage kommt auch eben öfters. Ansonsten informiere ich Sie gerne auch über Facebook. Und ja, wie gesagt, wenn Fragen da sind, einfach schreiben, einfach nachfragen. Und ich drücke Ihnen den Daumen, dass Sie ein gutes Trading haben, dass Sie gut auf sich aufpassen, dass Sie gut mit Ihrem Handelskonto umgehen und immer dran denken, dass der Schutz des Handelskontos hat immer Priorität vor möglichen Gewinnen. Okay, das war nochmal so ein Anliegen von mir, von Herzen, Ihnen das mitzuteilen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wie gesagt, Dankeschön fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.